Peter Karl, erste IMO KAG, heute bei uns bei der 14. Green and Blue Building Conference. Erste Frage, Ende des Jahres. Wie schauen Sie in das Jahr 2024? Für uns als Immobilieninvestmentbranche ist das Umfeld im Moment extrem herausfordernd, weil es sind nicht nur die Herausforderungen, die wir in den Portfolien haben und natürlich auch mit der Adaptierung unserer Portfolien in eine grünere Zukunft. Es ist vor allem natürlich das Marktumfeld im Investmentbereich, das uns sehr, sehr fordert. Auch im Immobilienfondsbereich haben wir ganz klar das Thema, dass wir zu wenig Liquidität haben aufgrund der Tatsache, dass Investoren aus diesen Produkten Geld abziehen, weil andere Anlageklassen wieder Rendite bringen und Zinsen bringen. Das ist eine große Herausforderung natürlich als Bestandhalter. Das heißt, wir blicken jedenfalls einmal zuversichtlich natürlich ins neue Jahr, sind aber bewusst, dass es noch sehr, sehr herausfordernde Zeiten sind, die vor uns liegen. Denn ein bisschen Silberstreif am Horizont ist vielleicht da, weil gerade die institutionellen Investoren auch wieder langsam beginnen werden, in Immobilien zu investieren. Aber bis sozusagen auch dieser in der Breite wieder dieser Appetit für Immobilien auch auf Investorenseite da ist, wird es sicher noch ein Weilchen dauern. Denn erstens muss sich einmal die Gewissheit durchsetzen, dass die Zinsanhebungen vorüber sind. Und zweitens muss dann auch einmal beginnen, oder zumindest die Ahnung da sein, dass die Zinsen auch wieder hinuntergehen. Ja. Und dann wird auch die Nachfrage langsam wieder beginnen anzuspringen. Bis dorthin sind es sehr herausfordernde Zeiten, die hier vor uns stehen. Ja. Aber an sich auch Grundbedingungen, die wir schon früher hatten. Wenn man sich erinnert, Zinsen um 10% gab es auch und auch da gab es die Immobilienwelt. Ja, also das ist ja vielleicht auch die Besonderheit an der Situation. Das ist ja keine Immobilienkrise, die wir haben. Es ist eine Liquiditätskrise, die wir haben. Denn die Bestände der meisten Bestandhalter performen ja. Schwierigkeiten haben allenfalls Projektentwickler, die vielleicht eine zu starke Fremdfinanzierungskomponente in ihrem Geschäftsmodell hatten. Ja. Auch klar, wenn einfach die Kosten explodieren dadurch. Aber die Bestandhalter haben in der Regel keine großen Schwierigkeiten. Ja. Die Mieten kommen, sie kommen in einen höheren Ausmaß, weil man Inflationsanpassungen in der Regel durchsetzen kann. Die Portfolien funktionieren. Das heißt, das ist einmal der positive Unterschied, der sagt, okay, das eigentliche Asset performt. Ja. Umgekehrt natürlich muss man sagen, es sind jetzt die Alternativen da und der Zinsanstieg war so schnell. Ja. Und das ist die Herausforderung. Ja. Und wie schon gesagt, es wird herausfordernd bleiben, aber Sie haben natürlich recht. Grundsätzlich wird ja hier auch weiterhin Raum für die Anlageklasse Immobilien da sein. Das war schon immer so. Ja. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht in den letzten Jahren war. Ja. Und so ehrlich muss man natürlich jetzt auch sein, dass sicher sehr, sehr viele Investoren in die Immobilie gegangen sind, mangels Alternative. Eine gewisse Dunkelziffer haben wir immer erwartet, natürlich. Jetzt ist halt vielleicht ein bisschen sind die Tage der Wahrheit und man muss einfach auch feststellen, dass es ein recht großer Anteil an Investoren war, die ganz offensichtlich nur die Rendite im Vordergrund sahen und aufgrund keinerlei Alternativen, die Immobilie gewählt haben. Ist ja etwas, was man, glaube ich, gerade auch im privaten Bereich stark merkt, Stichwort Vorsorgewohnungsmarkt, der de facto steht. Das liegt nicht daran, weil die vermögenden Privaten, die in den letzten Jahren regelmäßig Vorsorgewohnungen gekauft haben, keine Liquidität mehr haben, sondern liegt schlichtweg daran, dass es Alternativen gibt, wo es Renditen gibt. Ja. Sie haben gesagt, Bestandshalter, also dass die einen gewissen Vorteil haben, weil sie eben über die Mieten steigen und so weiter. Aber es gibt auch einige Herausforderungen für Bestandshalter, denn man muss ja den Bestand ESG-konform bringen bzw. taxonomiegerecht gestalten. Ja, das ist zweifellos richtig, aber dort, wo ich sozusagen den Bestand aktiv bewirtschaften kann, funktioniert das im Moment auch relativ gut, weil, wie schon erwähnt, die Vermietungs,
Auslastungen sind in der Regel sehr gut und damit sind ja auch die Cashflows da. Ja. Und wenn die Cashflows da sind, dann kann ich damit natürlich auch investieren. Natürlich gibt es da auch Grenzen, gerade wenn Liquidität knapp ist, keine Frage. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, gerade als Bestandhalter. Es geht ja nicht nur um den Cash-Income, es geht am Ende ja natürlich auch um Bewertung. Und das ist etwas, was natürlich in Phasen stark steigender Zinsen auch etwas ist, was Bestandhalter natürlich drückt. Denn wenn der Zinssatz um 450 Basispunkte steigt, steigt auch der Kapitalisierungszinssatz einer Bewertung. Das ist auch nicht überraschend eigentlich. Ja. Umgekehrt werde ich aber meiner Immobilie noch einen deutlich höheren Bewertungsstress aussetzen, wenn sie nicht zukunftsfit ist. Ja. Und das gilt für den gewerblichen Bereich ganz besonders. Mhm. Also ich möchte heute kein Büro im Bestand haben, wo ich sozusagen katastrophenmäßig 70er Jahre Standard unterwegs bin, weil dann werde ich nicht nur das Thema haben einer sowieso höheren Markt-Yield, sondern zusätzlich auch noch dafür abgestraft werden, dass ich nicht zeitgemäß bin, was meinen Energieeffizienzstatus anlangt. Also da habe ich auch gar keine andere Wahl, als so schnell wie möglich diese Immobilien auch dorthin zu bringen, dass sie jedenfalls von dieser Seite her zukunftsfit werden. Ja. Wenn man sich diese sechs Dimensionen der die sechs Nachhaltigkeitsziele der EU-Taxonomie anschaut, wo machen Sie am meisten bei Ihrem Bestand? Also die sechs Umweltziele. Ja, genau. Naja, es ist in Wirklichkeit für den, das wissen wir schon noch, auch rein regulatorisch, sind ja überhaupt nur drei, die für den Immobilienbereich anwendbar sind, nämlich Klimaschutz, Anpassungen an den Klimawandel und Kreislaufwirtschaft. Ja, Wasser hat bis zum Gehirn. Ja, da sind wir eher auch in dem Bereich, dass wir den anderen nicht schädigen dürfen. Ja. Aber natürlich ist es natürlich, die Gebäude klimafit zu machen, das heißt also den Klimaschutz, das Ziel des Klimaschutzes, aber natürlich die Anpassung an den Klimawandel ist auch ein Riesenthema. Ja. Und das geht eben von höheren Hitzeeintrag bis zum Starkregen und als Bestandhalter sollte ich mir diese Dinge auch alle überlegen. Und es geht einfach auch darum, das Portfolio dahingehend zu adaptieren, weil was hilft das schönste Gebäude, wenn ihr beim nächsten Starkregenereignis unter Wasser steht in der Garage? Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Beziehungsweise wenn Wohnungen im Hochsommer nicht mehr komfortabel bewohnbar sind, weil der Hitzeeintrag ins Gebäude einfach so stark ist. Kreislaufwirtschaft, da stehen wir ganz am Anfang, da haben wir auch erste Erfahrungen gesammelt. Also wir haben ein Gebäude, wo wir tatsächlich auch schon jetzt die Materialien alle aufgeführt haben und theoretisch, ich sage es immer ein bisschen scherzhalber, jede Schraube mit Lebenslauf der nächsten Generation weitergeben könnten. Ja. Da stehen wir sicher noch am Anfang, aber auch das wird dann ein Thema sein, auch Stichwort sehr langfristig Urban Mining, dass man einfach auch dann mal weiß, was eigentlich überhaupt da verbaut ist in einer Immobilie. Aber ich glaube, der Schwerpunkt wird Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel immer bleiben. Ja. Das Thema der Kreislaufwirtschaft wird da einfach auch mitgelebt werden. Ja. Aber natürlich sollten wir keine neue Ressource mehr verbrauchen, sondern mit dem haushalten, was vorhanden ist. Ja. Welche Technologien schauen Sie sich aktuell besonders interessiert an? Also so ehrlich muss ich sein, da sind wir sehr basic unterwegs. Ja. In Wirklichkeit haben wir im Moment wenn wir den Bestand uns ansehen und wir haben den Schwerpunkt im Moment ganz klar auf der Sanierung des Bestandes, da geht es darum, Hülle dicht zu kriegen und energieeffizienter Wärme zu erzeugen. Das ist es. Ja. Da haben wir den absoluten Fokus drauf, das heißt Hülle dicht kriegen und möglichst energieeffektiv Wärme erzeugen können. Plus natürlich Photovoltaik und das ist auch klar überall. Also eine Dachfläche, die ich zur Verfügung habe und nicht die muss natürlich, das ist ganz klar. Ja. Und wirklich diese fast Basics, aber das sind auch die großen Stellschrauben. Ja. Ja. Und viel weiter sind wir da im Moment noch gar nicht. Was nicht bedeutet, dass wir uns punktuell natürlich auch andere Technologien anschauen, mal ausprobieren. Wir haben ein Projekt in Graz in Betrieb, wo wir mit adiabatischer Kühlung arbeiten. Das wird auch von der TU Graz begleitet. Also wir probieren schon alles Mögliche aus. Aber jetzt in der Breite, es ist einfach hülledicht, Energieverbrauch runter und damit
und Photovoltaik, und damit kriege ich eigentlich den größten Schritt dahin. Ja. In sehr, sehr vielen Gesprächen, die ich immer geführt habe, war das Thema, dass wir eigentlich über den Immobilienbestand viel zu wenig wissen. Ja. Erstens, wie schaut es bei Ihrem Immobilienbestand aus? Wo gibt es da Unbekannten, die es zu klären gibt? Wie sammeln Sie die Daten für Ihren Immobilienbestand? Ja, das Wissen um den eigenen Immobilienbestand ist natürlich recht zentral, gerade als professioneller Bestandhalter sollte man möglichst viel über seinen Immobilienbestand wissen, aber ich bin schon dabei, es wird viele Daten geben, wo wir uns noch schwer tun. Vor allem Verbrauchsdaten zu erlangen ist oft sehr schwierig, hat auch oft ganz banal datenschutzrechtliche Gründe, warum das so einfach nicht geht. Aber was wissen wir über unser Portfolio? Da komme ich wieder zurück zu diesem Schwerpunkt Bestand auch zu sanieren. Wir machen solche genauen Checks je Immobilie im Moment laufend durch alle Portfolien, dass wir mal wissen, wo stehen wir ungefähr, was müssen wir investieren, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Das ist ein Stream, und der andere ist natürlich genau der Datensammlung, wo wir auch in einer aggregierten Form über im Übrigen alle Länder hinweg, also wir sind ja nicht nur in Österreich aktiv, sondern ja, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Deutschland auch, und das auch in ein gemeinsames Datenmanagementsystem zu bekommen und anhand dieser Daten überhaupt auch einmal sichtbar zu machen, wo wir denn je Immobilie stehen, um am Ende natürlich daraus auch einen Taxonomie-Score oder einen ESG-Score ableiten zu können. Da sind wir recht weit, das heißt, es ist noch nicht abgesegnet final, weil da muss auch ein unabhängiger Auditor natürlich nochmal drüber schauen, aber grundsätzlich ist es up and running, das heißt, wir haben schon ein Gefühl über alle Portfolioteile, wo wir da stehen, es schaut gar nicht schlecht aus, das freut mich sehr. Mit diesen Daten, man kann nur immer gegen Daten managen. Ja? Also wenn ich keine Punkte habe, die ich erreichen will, oder weiß, wo ich überhaupt losmarschiere, ist es schwierig. Und natürlich muss es Ziel sein, die durchschnittliche Qualität der Portfolien zusehends zu heben. Oder eben, wo es anders nicht geht, sich dann auch von Portfolioteilen zu trennen. Das ist auch ganz klar. Das heißt, es geht schon in diese Richtung Stranded Assets? Naja, Stranded Assets hätte ich noch keine entdeckt, Gott sei Dank. Also haben da tatsächlich auch schon im Vorfeld danach getrachtet, keine wirklichen Zeitbomben hier ins Portfolio zu kaufen. Aber natürlich gibt es Immobilien, die einen höheren Aufwand zeitigen würden, zukunfts- und klimafit zu bekommen. Und ja, es ist auch kein Geheimnis, dass wir auch gerade erst unlängst einige Immobilien verkauft haben, die gut sind, das möchte ich schon sagen, aber natürlich im Lichte einer wirklich hohen Energieeffizienz oder einen hohen Anspruches Immobilien sind, wo man auch sehr viel Management-Attention reinstecken müsste. Und das ist für uns natürlich auch immer schwierig, bei einem großen Portfolio auch das richtig zu allozieren, weil so viel Ressource ist dann für solche Projekte ja auch nicht vorhanden. Ja. Wie gefällt es Ihnen heute auf der GBB? Naja, das Palais Pallavicini kenne ich schon viele Jahre, lustigerweise immer wieder auch zufällig bei Veranstaltungen hier gewesen. Deswegen habe ich mich irgendwie besonders gefreut, weil ich es einfach eine sehr nette Location finde. Ja. Aber sonst wie immer sehr gelungen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.